aber das ökologisch bewusste Umfeldverhalten meine hat sicher auch viel Ordnung, meine Zeit, die Ordnung müssen wir uns, der Verstand, der kommt durch die Ausländer, wenn die in der Gemeinde stimmen. Ja. Glaub, sind sie deren aber Ansicht? Glaub, aber wir müssen doch selber so geschieden. Herr Bader, wir reden von zwei Sachen. Die eine Ebene ist die, die Sie ansprechen, das persönliche Verhalten. Im eigenen Haushalt zum Beispiel, ja, im Posthaufen, was Sie ansprechen, und dort bin ich überzogen, und das kann man sicher auch überprüfen, dass es sowohl Ausländer wie Schweizer gibt, die sich so bewusst verhalten, wie Sie das beschreiben, die aber sich auch überhaupt nicht aufs Umweltbewusst verhalten. Also da gibt es sicher keinen Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern. Ja, aber ich glaube nicht, dass Sie uns da helfen können. Die zweite Ebene, Herr Bader, ist die politisch. Das ist die Politik. Es braucht politische Entscheidungen. Da sind wir uns sicher auch einig. Ja. Tragisch einfach wenig. Ich sage, für das brauchen wir einfach die Ausländer nicht. Wir ausländische Organisationen. Das brauchen wir einfach die Ausländer nicht. In Bülach wissen sie es ja gar nicht. Derige Problem. Eben, da muss man lehren. Aber die Probleme, die sind ja nur durch die Ausländer. Wie bitte? Die Probleme, die wir hier ansprechen, die sind ja nur durch die Ausländer. Durch die 2 Millionen Ausländer, die vor sind. Nein, hör zu. Gibt es statistische Angaben, wer mehr Abfall produziert, ob das Schweizer oder Ausländer sind? Nein, aber seit wir 7 Millionen haben, versticken wir im Abfall. Aber seit wir 7 Millionen Ausländer haben, haben wir Grundwasserverschmutzungen, haben wir wissen wir nicht mehr, wohin mit dem Klärschlamm. Zeitlang haben sie grosse Schnurren gehabt. Ich höre noch gut, der Nationalrat, der Freisinnig vom See übernommen. Er hat gesagt, jetzt ist der Zürichsee wieder sauber. Gut, weil sie jede Gemeinde Kläranlage hat. Und jetzt? Aber Herr Vater, jetzt wissen sie nicht, wohin mit dem Klärschlamm. Also die Probleme kommen doch immer nur durch die vielen Leute. Aber Herr Bader, Fakten. Es gibt, Herr Vogel hat die Frage gestellt, gibt es statistische Angaben, wer mehr Dreck produziert? Nein, das schon. Also dann bitte Fakten, dann behauptet Sie doch bitte einfach, dass die Ausländer daran schuld sind. Nein, die 2 Millionen Menschen, das müssen gar keine Ausländer sein, das ist mir gleich. Aber also, und wieso sprechen Sie denn in dem Fall? Ja, aber von diesen 2 Millionen, von denen rede ich, wo man seit dem 60 mehr haben. Aber von dem redet niemand etwas. Aber es sind jetzt noch mal 2 Sachen. Nein, das sind nicht 2 Sachen. Es geht da um das Klimawahlrecht, Herr Bader. Und das hat nichts damit zu tun, wie viele Leute. Ich glaube nicht, dass die, wenn jetzt gerade mal sagen, die 2 Millionen, die können unsere Probleme nicht lösen. Sondern eben, dass man dann kein Güssel mehr macht. Probleme müssen wir lösen, die da sind. Oder? Jawohl. Und das sind jawohl sowohl Schweizer wie auch Ausländer. Sind wir uns da einig? Dass sie auch weniger Güssel sollen machen, da bin ich sofort einverstanden. Und dass er mit dem Velo sollen fahren, da bin ich auch einverstanden. Absolut. Da müssen wir natürlich die Leute informieren. Das geht natürlich. Ja. Das geht. Also jetzt bist du informiert, dass du mit dem Velo musst fahren. Ich interessiere mich nämlich an der Politik. Kannst du dem Kollegen auch sagen? Ja. Das ist doch schon. Dann ist schon die Sache gelöst. Dann muss einzelne Initiativen langen nicht so gross. Ich meine, Bülach, leben 2400 Ausländer sie. Ich bin bekannt an der Gemeindeversammlung. Ja. In Bülach leben 2400 Ausländer. Ich meine, da kann man ja nicht einfach von allem erwarten, dass sie das machen. Ich meine, das ist schon klar. Aber schlussendlich, am Schluss mal zu sagen, wir ausländische Organisationen in Bülach denken, dass politische Mitentscheidung der beste, der richtige Weg zu einer gegenseitigen Zusammenleben und Achtung und besseren Zusammenleben zwischen Schweizer und Ausländern würde führen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort. Und was mich jetzt natürlich in dem Zusammenhang ganz wahnsinnig interessiert an dem Thema, ist das, was sich die Ausländerorganisationen vorstellen. In der Schweiz bei den heutigen politischen Verhältnissen denkbar, machbar. Es kommt mir in den Sinn, wie lange das gegangen ist, bis das Frauenstimmrecht seinen Weg gefunden hat. Herr Ruhrkei, wie alt schätzt Sie, werden Sie, bis das Ziel erreicht ist? wenn Sie das Thema angesprochen haben, die Frauensache, also ich glaube, es wird ziemlich lang gehen. Es kommt darauf an, es ist bis jetzt, die Erfahrung zeigt von den anderen Ländern, es ist bei einem ziemlich schnell gegangen, bei der einen hat halt 10 Jahre gebraucht. Es ist genau gleich so, ja. Also ich begriffe uns, also bei dem Sache, würden wahrscheinlich die Frauen mehr begriffen, als die Männer, wo sie eben die Erfahrung hinter sich haben, oder? Es ist ja früher gar nicht so denkbar gewesen. Heute noch gibt es Kantone,
wo eigentlich die Ausländer dürfen stimmen. Entschuldigung, Frauen dürfen stimmen. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch gehen, Kantone, also Gemeinden. Und wenn wir die Sache so anschauen, dass die Ausländer... Das ist das Schlusswort. Sie kommen auch noch zum Wort her, das selbstverständlich. Wenn wir mal eben... dort war es gar nicht denkbar gewesen, dass die Frau irgendwann würde stimmen, wo gar nicht schädlich war. Da hat es gar nichts Schlimmes gebracht, dass die Frauen gut stimmig waren. Ich meine, in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch darüber lachen, dass die Ausländer auch nicht haben können stimmen irgendwann, oder? Das wird dann kommen, das wird kommen, das muss ja kommen irgendwann, oder? Es ist nämlich im Gange in ganz europäischen Ländern. Und irgendwann wird es da auch kommen. Und ich hoffe, dass es nicht so lange geht, schnell wie möglich kommt und dass bessere Integration geschaffen wird. Also, wenn es also im Schluss, wenn das, das sollte das Schlusswort sein, dann wette ich auch, Sie haben das Schlusswort, oder? Dann wette ich sagen, in Ausländischen, oder? Dann sollten die zuerst einmal das Stimmrecht einführen. Sie haben gesagt, das können wir durch. Aber ich soll nochmal sagen, die haben nicht das Stimmrecht. Sie haben weder, das Initiativrecht, sie haben weder noch das Referendumsrecht. Das haben sie alles nicht. Und als Schluss möchte ich einfach sagen, wir müssen zusammenarbeiten, zusammenleben, aber ohne Pflichten keine Rechte. Wie lange, Herr Bader? Wie lange noch? 30 Jahre? Ohne Pflichten keine Rechte. Ich sage, können Sie sich morgen melden, Sie wählen die Rekrutenschule und dann können Sie sich ganz billig einführen. Was jetzt sicher noch ein interessanter Fall wäre, wenn sich der Urgeheim würde melden, weil ich bei uns in der Schweiz rekrutiere. Frau Goll, Sie sitzen im Kantonsrat, lange Traktandenliste. Mhm. Wie sieht es nach Ihrer Ansicht aus von der politischen Durchsetzbarkeit von so etwas? Ja, also ich denke, wir müssen uns da nichts vormachen über die Langwierigkeit von dieser Art von politischen Prozessen. Das ist absolut klar. Was ich aber gut finde, ist, dass du das, dass jetzt vor allem Ausländerorganisationen die Initiativen auch ergriffen haben und mit den Unterschriften, die ja vor allem bei Ausländern und Ausländerinnen gesammelt wird, um ihr Bedürfnis zum Ausdruck zu bringen, dass ich denke, dass damit sehr ein wichtiger Prozess in Gang kommt, der für mich bedeutet, Öffentlichkeit schaffen zu dem Thema, das breit diskutieren, und zwar vielleicht auch noch breiter, als wir jetzt das da heute Abend gemacht haben. Und von daher dünkt mich das ganz ein wesentlicher Ausgangspunkt. Vielleicht ganz am Schluss noch als kleines Beispiel. Ich bin unter anderem, ich bin Realschullehrerin in der Schule. Wir unterrichten in der Schule ja Staatskunde, wie das heisst. Also man klärt Jugendliche auf über ihre politischen Rechte. Ich hatte auch Klasse mit einem grossen Ausländerinnenanteil. Und nur als Beispiel, um zu zeigen, wie absurd das ist, was das bringt, wenn wir im Schulbereich versuchen, ausländische Kinder, Jugendliche zu integrieren, sie über politische Rechte, über das politische Staatssystem aufzuklären und sie nachher dastehen und müssen sagen, ja, aber hallo, ich kann mich ja gar nicht beteiligen, ich habe kein Stimm- und Wahlrecht. Okay. Ein Thema, das sicher noch einigermal zu reden geben wird, und ich bin überzeugt, auch die Fetzen werden da und dort noch bei Diskussionen zu dem Thema fliegen. Was ich interessant finde, und das kann ich jetzt als mein Schlusswort, nachdem ich jetzt auch wieder etwas möchte dazu sagen, als Schlusswort dazu nehmen, es ist doch interessant, wie wir Schweizer zum Teil stolz auf unser Recht sind, dass wir stimmen dürfen, dass wir wählen dürfen. Dass es Leute gibt, die das weitum verteidigen wollen. Was nicht ganz dazu passt, ist aber die Tatsache, dass wir von dem Recht doch sehr selten Gebrauch machen. Ja, das stimmt. Und mit dem wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.